Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Simulation, und zwar THW Simulator 2012. Jeder Deutsche kennt THW, technisches Hilfswerk. Wir in Österreich hier kennen es leider nicht, weil wir haben kein technisches Hilfswerk. Ansonsten, was gibt's hier zu sagen? Wir können hier neue Kampagne starten, Übungsgelände können wir machen, Einsätze wählen, Einstellungen, Galerie, keine Ahnung, was Galerie ist. Ach so, okay, die Hintergrundgeschichte. Hilfe können wir auch machen. Einstellungen, was können wir bei Einstellungen machen? Grafik, ja, wir können leider nur auf 1600x900 gehen. 1920x1080 geht leider nicht. Jo, Schatten, Glow, Ambiente, bla bla bla. Tiefen ist Unschärfe. Gamma können wir verstellen. Gamma ist übrigens ganz lustig, weil da hatte ich vorher, wie ich letztes Test, also angespielt habe, war es Gamma so. Lustig, oder? Ist ein bisschen blöd. Also stellen wir auf 90, passt schon so. Was passiert, wenn ich auf. Okay, da muss ich wahrscheinlich so und so machen, genau. Okay, das will ich nicht, weil Fenstermodus brauche ich keinen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mit der Maus nicht hier rausgehe, weil links und rechts komme ich dann schön auf meine linken und meinen rechten Bildschirm, und dann ist das Spiel minimiert. So, gehen wir auf zurück und wir sagen mal eine neue Kampagne starten. Wir gehen einmal Schritt für Schritt alles durch. Neue Kampagne starten, bitte. Ja, was macht das technische Hilfswerk? Das technische Hilfswerk. Herzlich willkommen beim technischen Hilfswerksimulator. Hier erlebst du nicht nur einen Teil der Arbeiten, die für das technische Hilfswerk tagtäglich anfallen, sondern auch einige außergewöhnliche Einsätze. Benutze zur Steuerung der ausgewählten Einheit die Tasten W, A, S, D und halte die rechte Maustaste gedrückt und ziehe, um die Kameraperspektive zu ändern. Mit dem Scrollrad deiner Maus kannst du außerdem rein- und rauszoomen. Außerdem kannst du mit der Tab-Taste die Kameraposition wechseln. Viel Spaß und Erfolg im Einsatz. Der Zugführer des technischen Zugs begutachtet den Zwischenstand und beurteilt die Arbeiten der Bergungsgruppe 1. Er plant im Voraus das Vorgehen der Räumung mit dem Radlader. Bewege den Zugführer zu den markierten Positionen mit WASD, drücke R, um zwischen Gehen und Rennen zu wechseln. Und was ich urgeil finde, ist, dass der den Text sogar vorliest. Haha, da brauche ich nicht so viel reden, ist das schön. So. Dieser Ort ist geeignet, um die Einsatzfahrzeuge abzustellen. Genau, wir sind quasi jetzt hier der Zugführer und schauen uns jetzt einmal alles an. Also hier sehen wir, dass Bäumchen umgestürzt sind und auf der Straße liegen. Kann man die Maus eigentlich einstellen? Warte mal. Achso, scheiße. Muss ich rausgehen? Na, wurscht. Die zersägten Bäume sollten an diese Stelle geschoben werden. Ja, wie gesagt, hier sehen wir hier wahrscheinlich einen großen Sturm oder ein großes Unwetter oder irgendwas und hat ein paar Bäume entwurzelt. Die haben wir bereits wahrscheinlich schon zersägt oder keine Ahnung was. Nachdem der Zugführer seine Ortsbegehung abgeschlossen hat, ist in der Zwischenzeit die Fachgruppe Räumen eingetroffen. Diese besteht aus einem Radlader oder einem Bagger und einem Lastkraftwagenkipper. In diesem Einsatz ist der Radlader ganz klar die geeignete Wahl. Zusätzlich sollte ein Gerätekraftwagen, GKW, bereits unterwegs sein. Jo. Richtig. Die Fachgruppe Räumen und auch der GKW sind eingetroffen. Die Fahrzeuge müssen nun sinnvoll abgestellt werden, bevor es an die Räumungsarbeiten geht. Okay. Stelle die Fahrzeuge mit WASD in den vorgegebenen gelben Markierungen ab. Machen wir doch glatt und hier springen wir gleich zum ersten Fahrzeug. Und wie so ist, mit Blaulicht und mit Sirene. Gut, die Sirene lassen wir weg. Ja, was soll ich sagen, Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil der schlagt mir zu sehr aus. So, Handbremse anziehen. Ach, Blaulicht lassen wir eingeschalten. Nicht so gar. Wo ist das Blaulicht? Da ist das Blaulicht. Ein Blaulicht-Fanatiker. km/h, bist du deppert, der fährt schnell.
Okay, mit B kann man auch die Handbremse ziehen. Lese ich gerade rechts unten. Ups. Jetzt war ich doch hier schon da. Stopp, stopp, stopp. B. Okay, B kann man nicht. So, Handbremse. Und dann gehen wir noch zum Cut. Da, dü, da, da. Das THW ist da. So, da sind wir auch schon. Handbremse anziehen. Zugführer. Und was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir blöd da. Achso, der steht noch nicht richtig, oder was? Alle Fahrzeuge wurden in den vom Zugführer zugewiesenen Bereichen erfolgreich abgestellt. Rüste zunächst die THW-Einsatzkräfte der Räumungsgruppe aus. Bewege die THW-Einsatzkräfte in die Nähe des GKW und rüste sie mit Warnwesten aus. Okay. Jetzt muss ich da einzeln hingehen, oder was? Zum GKW. Was ist denn das GKW nochmal schnell? Der ist da, oder? Ja. Warnwesten. Ups. Ah, jetzt hat er eine Warnweste. So, Sandra. Eine Frau spielt auch mit, oder was? Auch nicht schlecht. Na, die rennt auch ein bisschen jetzt. Warnweste. Helge. Peier. Oh, rennst auch ein bisschen. Warnweste. Und der Martin ist auch noch da. Okay, also sehr komplex das Spiel, muss ich sagen. Sehr komplex. Und die Tine ist auch da. Die hat ein Helmchen an. So, Warnweste. Und ich natürlich wahrscheinlich auch noch, ne? Nachdem die Einsatzkräfte sich die Warnwesten übergezogen haben, kann das Einsatzgebiet abgesperrt werden. Zur ordnungsgemäßen Absperrung der Straße sind auf dem GKW Pylone vorhanden. Rüste eine Einsatzkraft mit den Pylonen aus und platziere sie an den markierten Positionen. Bewege die Einsatzkräfte mit WASD zum GKW, klicke in dem Menü auf die Pylone oder Straßensperren, gehe in die Nähe der Markierung und klicke auf der linken Maustaste auf die Markierungen. Okay, das macht der Sebastian, ne, würde ich mal sagen. Der steht so unnötig und dumm. Ja, nehmen wir das. Schaut besser aus. Oh, haben wir schon. Achso, na, dann muss es hingestellt werden, ja genau. Zack. 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 Na, zack und zack. Das Einsatzgebiet wurde abgesperrt und die Räumungsarbeiten können begonnen werden. Hurra, ich freue mich. Um die Straße wieder befahrbar zu machen, benutze den Radlader dazu, die zersägten Bäume von der Straße zu räumen und schiebe diese in den vom Zugführer zugewiesenen Bereich. Schiebe die Bäume links und rechts von der Straße. Steuere dazu den Radlager mit WASD. Die Schaufel kannst du mit den Pfeiltasten auf und ab bewegen. Den Schaufelarm des Radlagers hebst und senkst du mit den Pfeiltasten links und rechts. Die Verwendung des schweren Radlagers mit dem Knickgelenk in der Fahrzeugmitte will geübt sein. Die Steuerung inklusive des Gabel- und Schaufelaufsatzes erfordert Präzision und Ruhe. Was ich eh nicht habe. Versuche beim Verladen von Paletten und beim Räumen von Straßen die Kameraperspektive so zu wählen, dass du anfangs den Gabel- bzw. Schaufelaufsatz gut sehen kannst. Okay. Da. Achso, die Handbremse ist jetzt so. Ja, okay, ich glaube, so war das nicht geplant.
Okay, warte mal. So und runter. Yeah. Das Problem ist, weil die Kamera sich nicht drehen lässt. Beziehungsweise ich es eingestellt habe, dass die Kamera sich mitdreht. Das war ein Fehler meiner Seite jetzt. Passt der, wo ich hinschiebe, oder? Ja. Hopp, was war denn das jetzt? Ja. Die Physik-Engine spielt verrückt. Okay, also die Steuerung ist wirklich nicht so einfach, muss ich sagen. Das Drum lässt sich nämlich sehr schwer steuern. Schön langsam. Das muss man wirklich langsam machen. Das hier noch schnell weg. Wie das Ganze? Das geht auch. So. Ich bin ein bisschen ruhiger jetzt, weil das ist schon ein bisschen. Ups. Oh, ja, 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 ja. Nicht drück. Nein, 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 nein. Komm, komm. Oh. Ja. Das war nicht so geplant. Okay, dann müssen wir das jetzt separat so wegschieben. Was sollen wir machen? Stopp, 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 zurück. Ne, die Hälfte haben wir jetzt circa schon, ne? Komm, ich will nicht das ganze letzte Test für diese eine Mission hier verschwenden. Ich will ein bisschen mehr zeigen. Hopp, nein, 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 nein. Tja. Tricky, sehr tricky. Aber schon langsam habe ich, glaube ich, die Steuerung raus. Also wenn du zu schnell bist, dann ist die Lenkung auch ein bisschen für den Arsch. Wenn du langsam fährst, ist super. So 10 km/h, das passt. Ansonsten ist wirklich für den Arsch die Steuerung. Na, nicht mitnehmen. Komm. Da gehst du her. Na, na, nicht drüber fahren. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Okay, müssen wir neu ansetzen. So, schön neu machen. Und in Ruhe vor allem. Genau.
Hoppala. Okay. Dann wieder zurücksetzen. Und... ja, verschimmert die dahin, ne? So rüber. Gehen wir mal zurück, fahren wir mal vor jetzt da schön. Und dann haben wir die noch. Eventuell den noch hier. Ich hoffe, das muss jetzt nicht so genau sein, weil... also, nicht, dass dann jetzt da irgendwas davor steht oder sowas, ein kleines Ästchen oder sowas, dass da sagt man, geht nicht. Das ist ein bisschen blöd. So, dann haben wir da noch was. Da, oh, da, da. Ja. Stopp. Nachher ziehe ich das ganze Gemüse wieder mit. Hallo, ich will dich nicht mitnehmen. Ja, da braucht man wirklich Übung dafür. Das stimmt. Da haben sie nicht gelogen. Gut, das habe ich jetzt gut gemeistert, muss ich sagen. Dann schieben wir den noch da rüber. Zack. Stopp, 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 nicht so schnell. Schön ausrichten wieder. Dann kannst du wieder Gas geben. Wichtig ist, wirklich wichtig ist bei dem hier, dass du dich zuerst ausrichtest, bevor du Gas gibst, weil der gibt nämlich extrem schnell Gas. Dann hast du keine Möglichkeit zum Lenken und dann, ja, bist du irgendwo. Heppa. So, und da schieben wir da jetzt rüber so. Da müsste eigentlich erledigt sein, ne? Hervorragende, ja. Arbeit. Die Straße kann fürs Erste wieder problemlos für den Straßenverkehr freigegeben werden. Damit ist der Einsatz abgeschlossen. Die Bäume werden von kommunaler Seite abtransportiert und entsorgt. Dafür ist das THW nicht verantwortlich. Juhu. Du hast den Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Möchtest du nun zum Hauptmenü zurückkehren? Ja. Fortsetzen. Die Unwetter der letzten Tage haben für Chaos gesorgt. Obwohl alles daran gesetzt wurde, in der Not die Bevölkerung aus überschwemmten Gebieten zu evakuieren, konnten es die Rettungsdienste nicht überall rechtzeitig schaffen. Es besteht zwar keine unmittelbare Gefahr, aber das Seniorenheim in der Innenstadt muss wieder zugänglich gemacht werden, indem dort mit einem Einsatzgerüstsystem, EGS, Behelfsstege aufgebaut werden, um die Senioren zu evakuieren. Aha. Der Zugführer erkundet den Einsatzort und plant, wie das EGS aufzubauen ist. Ja, bewege den Zugführer, das ist Mäscher.
Ja, alles Hochwasser, Hochwasser. Mit einem EGS sollte hier problemlos wieder ein Zugang zu dem Seniorenheim geschaffen werden können. Der Zugführer hat die Ortsbegehung abgeschlossen. Ein Gerätekraftwagen, GKW, sowie die Fachgruppe Wassergefahren mit einem LKW-Ladekran des Typs CAT1, unterstützt von einem Radlader der Gruppe Räumen, sind eingetroffen. Zuerst werden die eingetroffenen Fahrzeuge am Einsatzort abgestellt. Ja, das kennen wir ja schon. Blaulicht. Blaulicht, habe ich gesagt. Handbremse, dann machen wir den hier. Ja, nicht schon wieder so einer. Na, da geht wenigstens zum Steuern ein bisschen besser. Naja, okay, ist verschrien. Schauen, ob wir den parken können. Jo, na. Und den hier. Gut, der ist schwergängig. Bist du deppert? Alle Fahrzeuge wurden in den vom Zugführer zugewiesenen Bereichen erfolgreich abgestellt. Beim Arbeiten am Wasser ist grundsätzlich von allen Einsatzkräften eine Rettungsweste zu tragen. Rüste daher die Einsatzkräfte mit Rettungswesten aus. Die Helmriemen sind beim Tragen der Rettungsweste übrigens nicht geschlossen. Die Einsatzkräfte sollten sich zunächst mit Rettungswesten ausrüsten, die bei Arbeiten in Wassernähe immer zu tragen sind. Ja, gehen wir schon. So. Zack. Hallo? Achso, linke Maustaste. Dann nehmen wir Martin. Wo ist er? Da ist er. Dann nehmen wir die Sandra. Dann nehmen wir die Tine. Für was man das machen muss, verstehe ich nicht, weil im Prinzip brauchen wir die Maxeln eigentlich gar nicht. Wieso drücke ich jetzt eigentlich immer rechte Maustaste? Und der Zugführer natürlich auch, der kriegt natürlich auch ein Westerl, ne? Ist ja mal klar. Achso, da ist ein Anhänger dran gewesen, darum ist er so schwerfällig gewesen. Aha, jetzt weiß ich's. Und jetzt sind die schon alle da. Ach so. Eine Rettungsweste, keine Warnweste. Ja, Rettungsweste. Entschuldigung, ich habe Warnweste gemacht. Beenden. So, der Martin kriegt auch noch eine. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Und der Zugführer kriegt auch eine.
Nachdem die Einsatzkräfte sich die Rettungswesten übergezogen haben, kann das Einsatzgebiet zunächst einmal abgesperrt werden. Zur ordnungsgemäßen Absperrung der Straße sind auf dem GKW Pylone vorhanden. Rüste eine Einsatzkraft mit den Pylonen aus und platziere sie an den markierten Positionen. Tja, gehen wir schon, das wird der Klausi machen. So, Pylonen oder nehmen wir Sperren. So, Klausi, komm. Eps, das ist Klausi. So, Klausi. Ja, dann nehmen wir Pylonen auch noch. Haben wir sie im Prinzip nichts erspart. Oh, das war's, oder? Na, da hinten auch nochmal. Oh, ja, Gott. Nee, sag bloß, da muss ich jetzt da. Okay, gut. Das wird ein anderer übernehmen. Weil zurücklaufen und hinlaufen tue ich sicherlich nicht. Außerdem, da steht eh ein Polizeiauto, soll ich der Polizei da herstellen? Fertig. Gibt's ja nicht. So, du bleibst ja stehen, Klausi. Der Martin kommt einmal und bringt dir das die Absperrung mit. So, was ist Martin? Renn ein bisschen schneller zum Klausi. Der Klausi wartet auf die dort. Wo muss man denn da? Okay, ich kann es auf Rohren zoomen, aber sonst nichts. Okay, wurscht. So, fertig. Das Einsatzgebiet ist jetzt sinnvoll abgesperrt. Als nächstes muss das EGS vom Anhänger abgeladen werden. Och, Gottchen. Benutze den Radlader, um das EGS vom Anhänger abzuladen und im vorgegebenen Bereich zu positionieren. Das gefällt mir gar nicht. Ne, ein bisschen runter geht's noch. Ne, geht noch ein bisschen runter. Runter, wie gesagt. So müsste es eigentlich jetzt gehen, ne? Oder. Yeah, bin ich gut. Bin ich gut. Stopp. Und jetzt hoch damit. Wow. Was ist denn das für eine Hydraulik, Alter? Der geht ja urschnell. So, wohin jetzt damit? Ah, dorthin, okay, ich weiß schon. Ich sehe es schon. Ah, ein Duftbäumchen hat sogar drinnen. Nicht so schnell, Alter. Das fliegt da gleich runter. Puh, hab ich aber Angst gehabt. So, jetzt bleiben wir mal stehen kurz. Und jetzt kann ich so runtergehen, ne? Jawohl. Gott sei Dank muss ich es nicht genau hinstellen, ey.
Ich hab, ich kann Vollgas geben, dabei kann ich das gar nicht. So, da fahren wir wieder gerade hin, bitte. Gerade habe ich gesagt. Stopp, stopp. So. Wenn wir das wieder mal so handhaben, dass ich es hoch einmal gebe. So, schauen wir mal, wenn ich jetzt reinkomme. Oh. Stopp. Wow. Oh, das wird mir so öffnen. Jetzt muss ich aber langsam fahren. Das wird mir runterfliegen, garantiert, ey. Tja. Warte, 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 vielleicht kann man sich ja noch retten. Na, 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 komm, komm. Okay, Schaß. Komm ich denn jetzt raus? Gar nicht. Kann ich durchs Wasser fahren? Ja, ich kann durchs Wasser fahren. Na, warte, ich hab schon eine Idee. Wow. Ui. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Darf ich mal? Dankeschön. Ja. Ich hab's nichts gesehen. Ich habe keinen Unfall gemacht. Ach so, na, eigentlich müsste ich da von hinten kommen. Na, stopp, stopp. Puh. Klausi, du stehst im Weg. Ja, das muss wirklich geübt werden, weil das ist ein Wahnsinn. Okay, warte mal. So, jetzt muss ich einmal schauen, dass ich das irgendwie so rüberschieben kann in die rote Markierung. Jawohl. Das Einsatzgerüstsystem EGS ist nun abgeladen und einsatzbereit. Baue nun Behelfsstege daraus auf, um das Seniorenheim wieder begehbar zu machen. Okay, zum EGS, zum abgeladenen EGS. Klicke mit der linken Maustaste auf eine der Stegplatten. Okay. Darf ich jetzt raus da mal? So, Klausi. Komm her da mal. Das ist eine neue Aufgabe. Nicht sinnlos dazustehen. Kann ich da eigentlich rein? Ja, ich kann da rein. Hey, erste Senioren kriegen da eh nur, nur kalte Füßis. Und jetzt? Hä? Bringe die Einsatzkräfte zum abgeladenen EGS. Klicke dann mit der linken Maustaste auf einer der Stegplatten. Halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe die Platte somit an die gewünschten Position, um die Platte abzusetzen. Bla bla bla. Okay. Da hier, oder was? An die gewünschte Position. Ja, wohin? Hä? Okay, nehmen wir mal sie. Oder ihr, oder keine Ahnung, was das ist. Abdeckplane. Nein. Will ich nicht. Rennst du eh schon? Ja. Du rennst ja schon.
Ach so, vielleicht muss ich da 4 oder 5 hinstellen. Das kann sein. Na komm, hier mal Klausi. Und den Martin nehmen wir jetzt auch noch mit. Der steht da so unnötig rum. Ein bisschen im Weg. Aha. Da kann man nicht so rübergehen. Nein, da muss man so gehen. Okay, alles klar. Verstehe. Gleich haben wir es geschafft. Nehmen wir natürlich von überall was, ne? Dass wir keine leeren Paletten haben. Und einmal, glaube ich, noch, dann war es das. Das EGS ist vollständig aufgebaut und das Seniorenheim ist zugänglich. Es kann jetzt evakuiert werden. Gute Arbeit. Juhu. Du hast den Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Möchtest du nun zum Hauptmenü zurückkehren? Nein. Einmal schauen wir noch. Achso. Schade. Fortsetzen. Neu starten. Starte ich jetzt alles neu? Die Unwetter der letzten Tage. Nein. Verlassen. Fortsetzen. Die Unwetter der letzten Nein. Tage. Okay, meine Freunde. Ja, ja. Dann würde ich mal sagen, das war ein kurzer Ausblick vom THW, vom Technischen Hilfswerk Simulator 2012, glaube ich jetzt. Bitte schlagt mich, wenn ich das Falsches sage. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Von der Grafik her kann ich sagen, ja, ein bisschen schwammig, nicht so beeindruckend. Hier kann man fast gar nichts lesen. Also der Bauermaschinen-Simulator 2011 war da schon grafisch sehr überlegener. Gut, dafür ist das halt ein bisschen aufwendiger hier gestaltet. Ich finde es relativ leibend, dass ich zuerst hier mit dem Zugführer, das Erkunder schön, und dann das quasi dann, dass dann quasi die ganzen Hilfsfahrzeuge quasi ich irgendwo hinstellen muss, in die richtige Reihenfolge dann die ganzen Leute ausrüsten muss und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich noch ein paar, sage ich jetzt mal, schwerwiegendere Aufgaben auf mich zukommen oder auch nicht, keine Ahnung, falls ihr ein Let's Play jetzt daraus sehen wollt. Ansonsten, jo, von der Steuerung her, die Maschinen, die Fahrzeuge gehen ein bisschen sehr schwer zum Lenken. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung von den Maxeln eigentlich nicht so. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Eigentlich relativ wenig. Es hat alles Spaß gemacht, muss ich sagen. Ob ich es privat spiele oder nicht, das weiß ich nicht. Falls ihr ein Let's Play sehen wollt, Daumen nach oben oder Kommentare oder ein Like oder auf die Homepage www.therattle05.at auf alle Let's Tests und dann eben auf die Sterne wieder klicken, wie gewohnt, ein Stern ist, ich mag keine Let's Plays davon sehen, das hat mir gereicht, das Let's Test. Zwei Sterne sind, ja, mir ist das eigentlich relativ scheißegal, und 3 Sterne sind, ich will Let's Plays darüber sehen, wenn es auch nur ein paar Folgen sind oder nicht. So, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Simulator-Spiel. Bis dahin, Freunde. Tschüss.